In der heutigen Lektion zum Erlernen des Wheelie geht es darum, ein Bild zu bekommen, wie sieht die Zielform aus, wie sieht die gesamte Bewegung aus und dass man dann auch starten kann, sie in einzelne Teile zu splitten, um diese auch isoliert zu üben. Wenn ihr euch den Wheelie genau anschaut, dann könnt ihr beobachten, dass man im Sitzen anfährt, dann macht man sich klein, die Schulterachse wandert Richtung Lenker, das eine Pedal ist oben, kurz über den toten Punkt und wenn man dann dynamisch lospedaliert und die Schulterachse aufrichtet und sich nach hinten lädt, kommt das Vorderrad hoch, man pedaliert weiter, seitliche Ausgleichbewegungen kommen aus den Beinen und dem Oberkörper, man pedaliert weiter und ist so im Wheelie. Bevor ihr anfangt mit diesem Bild der gesamten Bewegung zu starten und direkt die Wheelies zu versuchen, ist es sehr hilfreich, wenn ihr einzelne Teile der Bewegung isoliert herausnehmt und übt. Dabei fängt man damit an, die Bewegung des Oberkörpers durchzuführen. Das heißt, man rollt in der Ebene, sitzt im Sattel, dann geht man mit dem Gesicht Richtung Vorderreifen, Schultern Richtung Lenker, macht sich ganz klein, die Ellenbogen gehen raus und dann richtet man sich auf. Diese Bewegung könnt ihr Schritt für Schritt steigern in der Dynamik, dann habt ihr das isoliert geübt und das Gehirn weiß schon mal, wie fühlt sich das an, wie ist es dann nachher, wenn ich es in der Gesamtbewegung mache. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite wichtige Teil als isolierte Übung ist der Kickstart. Das sollte ich so vorstellen, wenn man nun in der Ebene rollt, das Tempo stark reduziert, dass man wirklich Schritttempo super langsam ist, den Schokofuß oben hat und wenn das Pedal etwas über den toten Punkt, über 12 Uhr hinweg ist, explosiv die Pedalbewegung starten, weiter kurbeln, vielleicht zwei, drei Bewegungen, da merkt man schon allein durch dieses explosive Lostreten, habt ihr einen kleinen Kickstart, als wenn ihr beim Motorrad den Gashahn zieht, das Vorderrad wird schon leicht. Beim isolierten Üben des Kickstarts werdet ihr auch schon sofort merken, dass Faktoren hineinkommen wie die Gangwahl, wenn ihr einen zu leichten Gang habt, dann tretet ihr ins Leere, wenn der Gang viel zu schwer ist, dann kriegt ihr gar nicht diese Schwungkraft, diese Explosivität rein und ihr merkt natürlich auch, wenn es leicht bergauf geht, funktioniert das schon besser. Ihr habt die einzelnen Teile nun geübt, sprich einmal die Bewegung des Oberkörpers und den Kickstart. Nun könnt ihr beides zusammenfügen und dann schon mal merken, wie fühlt sich das an, wie ist der Effekt. Dafür sucht euch eine Stelle, die leicht bergauf geht. Das Gesicht geht zum Vorderreifen, die Schulter zum Lenker. Ihr habt eure Kurbel so, dass das Pedal oben ist und dann kommt gleichzeitig einmal die Bewegung des Oberkörpers, das Aufrichten, sich nach hinten lehnen und das explosive Lospedalieren. Macht es dann so, dass ihr dann direkt zwei, dreimal weiter pedaliert. Ihr werdet einen Wheelie-Impuls als Ergebnis haben. Das reicht erstmal. Bitte nicht sofort einen langen Wheelie probieren, wo ganz andere Faktoren noch hinzukommen. Wenn ihr ein E-Mountainbike fahrt und den Kickstart übt, bitte macht es auch mit Motor aus. Ihr könnt hier nachher variieren, es auch mal auf der unteren Stufe Eco auch probieren. Aber wichtig ist, dass ihr das Ganze auch ohne Motor übt, weil da bekommt ihr ein sehr gutes Gefühl und das Ganze nachher mit Unterstützung kann man dann Step by Step hinzufügen. Die Erfahrung als Fahrtechniktrainer hat gezeigt, dass häufig in einem der einzelnen Teile schon Baustellen sind, wenn Leute auf eigene Faust den Wheelie geübt haben. Ihr im Online-Coaching könnt es jetzt direkt abprüfen, mache ich das genauso, fühlt es sich richtig an und dann, wenn ihr alles zusammenfügt, habt ihr schon mal eine saubere Bewegung. Das war die Lektion, isoliertes Üben und dann die gesamte Bewegung für den Start in den Wheelie. In dieser Lektion für das Wheelie-Lernen kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte und zwar das Finden des sogenannten Sweet Points. Manche sagen Sweet-Bereich oder die Floating Zone. Das heißt, der Bereich, in dem man weder nach hinten kippt, noch das Vorderrad wieder runterfällt, sondern den Wheelie halten kann. Um diesen Sweet-Bereich zu finden, ist es natürlich wichtig, auch wieder Vorübungen zu machen. Eine Variante ist es, dass ihr euch jemanden sucht, vielleicht mehrere oder eine Einzelperson, euch aufs Fahrrad setzt, diese Person hebt euer Vorderrad hoch, ihr geht in die Wheelie-Position, lehnt euch zurück und dann guckt ihr mal, wo ist der Punkt, dass ihr zurückgelehnt seid und die andere Person euch nicht mehr hochschieben muss oder euch halten muss, dass ihr nach hinten kippt. Und wenn ihr diesen Punkt gefunden habt, habt ihr schon mal die erste Erfahrung gemacht, wie fühlt sich das an und wisst, wie hoch ist ungefähr das Vorderrad dabei. Beim Finden des Sweet Points
ist es existenziell, dass ihr ans Limit geht und übers Limit geht. Das heißt, ihr könnt diesen Punkt nicht finden, wenn ihr nicht manchmal zu stark zu viel gegeben habt und euer Vorderrad zu weit und zu schnell hochkommt. Da gibt es zwei wichtige Dinge, die ihr einzeln üben müsst. Eine Sache ist, ganz am Anfang, leicht bergauf, dass ihr auch mal nach hinten absteigt. Ihr werdet merken, aus dem Wheelie, wo man im Sattel saß, landet man dann kontrolliert und sicher auf beiden Füßen. Diese Erfahrung sollte man am Anfang einmal gemacht haben. Wichtig, das sollte natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Grenzen testet, ihr müsst eine Übung machen, die nennt sich Wheelie-Impuls zur Bremse. Das heißt, ihr startet einen starken, deutlichen Wheelie-Impuls, so wie ihr es vorher geübt habt. Und wenn das Vorderrad dann am höchsten Punkt ist, zieht ihr mit einem Finger kraftvoll nur die hintere Bremse und euer Vorderrad wird abrupt runterkippen. Das solltet ihr häufig üben, damit sich es automatisiert und wenn ihr euch total erschreckt, weil es viel zu schnell vorne hochging und ihr denkt, gleich liege ich auf dem Rücken, automatisch ohne Nachdenken die Bremse kommt und ihr sicher seid und keinen Sturz nach hinten fabriziert. Um den Sweet Point beim Wheelie zu finden, braucht es Zeit. Ihr habt jetzt einige Tipps von mir bekommen. Bitte seid geduldig, übt aber, übt, übt, übt. Denkt euch, ihr würdet ein Instrument lernen, vielleicht Gitarre oder so, da muss man auch sehr viel üben, bis alles sitzt. So ist es auch beim Sweet Point und bleibt dabei. Ab zur nächsten Lektion. In dieser Lektion beim Wheelie üben geht es um das seitliche Gleichgewicht und ihr werdet merken, das ist einer der Schlüsselpunkte, gerade wenn man nicht nur den Wheelie-Impuls setzt, sondern auch den Wheelie weiterfahren will. Es ist ein Try-and-Error-Verfahren, das heißt, man lernt auch durch die Fehlversuche, wenn man doch zur Seite kippt und dann, wenn es besser klappt, sortiert das Gehirn schon ein. Aber ein paar kleine Tipps und wichtige Faktoren, die ich euch jetzt mitgeben will, helfen euch, dass ihr das seitliche Gleichgewicht halten könnt. Für die seitliche Balance ist es ebenso wieder sehr wichtig, auch isoliert zu üben. Sprich, bevor man sagt, okay, ich habe es jetzt gesehen, wie der Profi das im Video macht, ich mache das auch direkt im Wheelie, macht ihr das einfach mal im Fahren. Das heißt, ihr rollt in der Ebene, Sattel auf der Wheelie-Höhe, mittlere Höhe in der Regel, und dann fangt ihr mal an, beim Pedalieren das eine Knie rauszuhalten. Übt das Nutzen der Knie und Beine isoliert für beide Seiten. Übertreibt es so weit, dass eure Fußsohle aufkantet und ihr das Gefühl habt, ihr habt den Kontakt zur äußeren oberen Kante des Flatpedals. Nun ist es wichtig, auch die Ausgleichsbewegung aus dem Oberkörper isoliert zu üben. Sprich, ihr rollt wieder in der Ebene und fangt mal an, eure Schultern, euren Oberkörper seitlich zu bewegen. Wichtig ist dabei, dass ihr immer noch merkt, euer Rad rollt kontrolliert geradeaus und wackelt nicht dabei hin und her. Gerade das Nutzen der Schulterbewegung und des Oberkörpers ist extrem wichtig, damit ihr, wenn ihr Ausgleichsbewegungen macht, nicht anfangen mit dem Lenker wild hin und her zu schwenken, was sich viele direkt von Anfang an angewöhnen und immer in eine totale Unruhe geraten. Wenn ihr den Wheelie-Impuls weitergeübt habt, sprich ihr habt das Vorderrad hochgeholt mit Bewegung des Oberkörpers und Kickstart, ihr pedaliert weiter, könnt ihr auch schon anfangen, die seitlichen Ausgleichsbewegungen zu starten. Eine wichtige Trockenübung, die ihr machen könnt, wenn ihr einen Partner habt oder mehrere Leute, die euch helfen, dass ihr euch festhalten lasst, hintere Radbremse gezogen, dann den Wheelie simuliert und auch mal die Bewegung der Schulter des Körpers ausprobiert. Dabei sollte euer Bike ruhig bleiben. Für die seitliche Balance beim Wheelie ist es ganz wichtig, dass ihr dieses aktive Bewegen drauf habt. Und da kann es euch passieren, dass ihr für einen Moment das Gefühl habt, ihr seid eingefroren wie ein toter Matrose, um dann nicht festzuhängen und wegzukippen. Aktives Ausgleichen mit den Schultern, mit dem Körper und ihr seid wieder im Wheelie und könnt weiterfahren. Das Üben der seitlichen Balance ist ein Schlüsselfaktor, aber er erfordert wie viele andere Dinge beim Wheelie auch Geduld. Sprich, es werden immer noch in der Anfangsphase Fehlversuche dabei sein, wo ihr zur Seite kippt, da geht dann euer Fuß raus. Wichtig ist, macht es euch nicht zur Gewohnheit, zu früh den Fuß rauszunehmen, um euch abzufangen. Das habe ich auch schon häufig bei Teilnehmern erlebt. Sondern versucht es durchzuziehen und erst, wenn euer Rad wirklich komplett abkippt, wird instinktiv als Reflex euer Fuß rausgehen und einen Sturz vermeiden. Das waren ein paar wichtige Hinweise und Tipps für eure seitliche Balance. Üben, 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 machen, fühlt die Dinger, spürt es und dann werdet ihr merken, es wird immer besser. Gehen wir weiter zur nächsten Lektion. In dieser Lektion geht es darum, dass ihr beim Erlernen des Wheelies mit Effizienz und Spaß dabei seid. Es gibt einige
Falltüren, wo man Probleme kriegen kann, wenn man etwas so übt, dass man sich verrennt. Und aus meinen Erfahrungen und als Trainer möchte ich euch helfen. Ihr werdet merken, der Wheelie braucht Geduld und auch trotz des Ehrgeizes eine Entspanntheit mit sich selber. Ihr müsst trotzdem häufig üben, in einer hohen Wiederholungsfrequenz. Sprich, wenn ihr nur am Wochenende übt, werdet ihr stagnieren und einfach nicht weiterkommen. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag 10 Minuten raus, das reicht. So könnt ihr auf jeden Fall viel üben, damit euer Gehirn die Bewegung immer mehr einprogrammiert und ihr sie abrufen könnt. Das ist die sogenannte 10-Minuten-Methode. Und auch wenn ihr wisst, okay, ich habe gar nicht mehr so die Zeit, im Hellen zu fahren, es wird früh dunkel, das ist gar kein Problem. Ihr könnt direkt vor eurer Haustür üben, bitte zieht dabei immer einen Helm an. Wichtig ist, wie lange übe ich eigentlich am Stück? Viele übertreiben es dann und üben stundenlang das gleiche Manöver. Wenn ihr den Wheelie üben wollt, bitte macht es 20 Minuten maximal. Wechselt immer mal die Themen, macht zwischendurch andere Sachen, macht eine Pause. Nur so könnt ihr weiterkommen. Wenn ihr mit der Brechstange einfach bam, bam, bam macht, dann wird es auf jeden Fall oft zu Frustration führen, weil die Fehlversuche sich häufen. Achtet beim Wheelie-Üben darauf, dass ihr den Mund offen habt, am besten lächelt. So könnt ihr besser atmen, seid positiv gestimmt und könnt noch effizienter lernen. Eine wichtige Methode für euch beim Üben ist, dass ihr eine bestimmte Bewegung in der Zeitlupe durchführt. Sprich, ihr müsst einfach nochmal spüren, was will ich machen. Gerade wenn ihr schon vorher eine Gewohnheit habt, zum Beispiel mit den Armen den Lenker zum Gesicht reißen, dann ist es wichtig, nochmal die Bewegung der Armstreckung, man macht sich klein, lehnt sich dann zurück, isoliert, langsam durchzuführen. Dann fällt es dem Gehirn leichter, dies auch umzusetzen. Gerade bei Umlernprozessen ist es beim Wheelie-Üben auch sehr gut, wenn ihr euch eine Bewegung, eine Sache, die ihr machen wollt, laut sagt, subvokales Training nennt man das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau dies auch macht, sehr groß und dass ihr nicht in eine alte Gewohnheit geratet. Im digitalen Zeitalter ist es natürlich so, dass ihr alle ein Handy habt und auch die Kamera bei den Smartphones ist so gut, dass ihr mit der Zeitlupenfunktion euch selber filmen könnt. Entweder legt es auf die Mauer, drückt den Auslöser oder ihr habt einen Kumpel, Freund, der euch hilft und euch filmt. So könnt ihr euch analysieren und sehen, ist die Bewegung genauso, wie ich sie spüre oder haben sich noch irgendwelche Bewegungselemente eingeschlichen, die ich gar nicht haben will. Beim Wheelie-Lernen ist es ganz wichtig, dass ihr am Anfang kurze Wheelies macht, die dafür sehr sauber sind, ohne Verreißen des Vorderrads oder Wegkippen. Damit zufrieden seid, bewusst schnell aufhört und erst wenn es besser läuft, die Länge des Wheelies steigert. Wenn ihr den Wheelie-Impuls übt und immer weiterkommt in den Wheelie, könnt ihr es so machen, dass ihr eure Pedalierumdrehungen mitzählt und dann merkt ihr, es werden immer höhere Ziffern. Das ist auf jeden Fall ein super Erfolgserlebnis. Ich als Fahrtechnik-Trainer sehe natürlich Leute, die den Wheelie üben, und möchte euch noch mitgeben, schreibt es euch auf, klebt es euch auf den Lenker. Bitte übt am Anfang nur leicht bergauf den Wheelie, nur ausschließlich. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und was auch sehr gut ist, bitte reduziert das Tempo, bevor ihr den Wheelie-Impuls startet, deutlich. Die meisten sind schon viel zu schnell, bevor sie den Wheelie starten wollen. Diese Lektion könnt ihr euch immer gerne wieder anschauen und die Tipps daraus umsetzen, damit ihr einfach besser lernen könnt, schneller zum Wheelie kommt.